Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran halten weiter an. Ein weiteres Ereignis hat die Aufmerksamkeit der Welt zusätzlich auf dieses unheimliche Thema gelenkt. Genau an dem Tag, an welchem amerikanische Stützpunkte im Iran mit Raketen angegriffen wurden, ist auch eine ukrainische Passagiermaschine abgestürzt. Sehr schnell hieß es nach dem Absturz, dass es sich lediglich um einen technischen Defekt gehandelt habe. Aufnahmen von Menschen auf dem Boden zeigen aber andere Bilder. Ein Flugzeug, das am Himmel brennt. Ausgelöst durch einen technischen Defekt, kaum denkbar. Auch das US-Pentagon hat Zweifel an der Ursache des Absturzes und geht momentan von einem versehentlichen Abschuss aus. Die Blackbox wurde zwar geborgen, wird aber von den iranischen Behörden unter Verschluss gehalten. Ein weiterer Aspekt, der gegen einen technischen Defekt spricht.